Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße euch zu Episode 2 unserer Tierlist-Videoreihe, die jetzt offiziell eine Videoreihe ist, denn Joto ist dran. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen, euch hat das ganz gut gefallen, das hat mich sehr gefreut. Dankeschön für die paar Daumen, die ich bekommen habe und die netten Kommentare auf YouTube und auf Discord. Bless you guys, thanks. Immer schön zu lesen. Und ja, wir sind jetzt in Joto und wie ihr sehen könnt, habe ich schon was vorbereitet. Und zwar habe ich die Tierlist jetzt mit den Gen 2 Sprites nochmal recreated, die ich für Gen 1 gemacht habe. Weil wir ein bisschen, ich wollte ein bisschen Zeit sparen, weil die Pokémon werden immer mehr. Und wir werden natürlich jetzt, das darf natürlich jetzt nicht so bleiben, weil erstens kommen noch die Joto-Pokémon dazu und zweitens ist nicht jedes Pokémon natürlich im gleichen Tier jetzt in diesem Spiel. Das heißt, wir werden hier ein bisschen rumschieben. Aber manche werden bleiben. Es hat sich von Gen 1 auf Gen 2 mechanisch nicht so viel getan. Also eigentlich schon ziemlich viel. Es gibt zwei neue Typings, die sind super relevant. Der Special Stat wurde auf zwei Stats aufgeteilt. Special Attack und Special Defense. Lass mich mal ganz kurz eine Sache schauen. Okay, gut. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich mit dem richtigen Mikrofon hier unterwegs bin. Ja, wo war ich? Ja, der Special Set wurde gesplittet. Einige Broken Mechanics kamen raus. Zum Beispiel Wickel Mechanics, Egelsamen, Toxic. Ein paar so Sachen, über die ich gesprochen habe bei meinem letzten Tierlist-Video, sind jetzt raus. Und das ändert natürlich das Placing der Mons auch aus dem Grund, weil man sie aus an anderen Stellen bekommt. Und die Gegner, die man in Gen 2 bekämpft, sind andere. Das heißt, du brauchst eventuell andere Pokémon. Manche Typen sind nicht so gefragt wie andere in so einer Nuzlocke, weil du halt andere Arenen hast und generell andere Gegner hast. Wie ihr sehen könnt, sind hier zum Beispiel trotzdem die Kanto-Starter jetzt noch mit drauf. Erst dachte ich mir so, okay, ich packe alles in ein einzelnes Tier, das irrelevant Tier, was nicht gefangen werden kann in Gen 2. Aber dann habe ich mich erinnert, hey, es geht hier um die Genlock. Und in der Genlock kann ich theoretisch alles mit in die nächste Generation nehmen. Deswegen muss ich hier eigentlich immer wirklich alles placen. Aber wir werden es immer so machen, dass ich die Tierlist recreate und dann schieben wir rum und dann adden wir die neuen Pokémon. Das wird jetzt so das Prozedere sein. Nochmal der Disclaimer, es geht hier um die Genlock mit meinen Regeln. Manche Leute würden diese Regeln als Hardcore-Nuzlocke-Regeln bezeichnen. Für mich sind es einfach nur meine Regeln und die sind keine In-Game-Items, also In-Game-Items, In-Battle-Items meine ich, In-Game natürlich schon, also außerhalb des Fights ist okay, aber im Fight nicht. Folgekampfstil. Und ja, ansonsten Standard Nuzlocke Rules. Ja. Here we are. Bei den Kantomons. Und ich habe jetzt das ehemals Simsala-Tier S-Tier genannt. Weil, da wird nicht nur Simsala jetzt diesmal drin sein. Simsala ist immer noch saugut und verdient immer noch hier zu sein. Wer meine Genlock geschaut hat, der weiß, Simsala hat einen großen Teil des Spiels. Ich habe es immer von Rot mit rübergebracht, weil ich immer irgendwie Abra gelackt habe. Und dann hat Simsala like fast alles alleine gemacht. Das kann es auch. Es gibt einige Fights, da brauchst du allerdings noch was anderes. Also Simsala ist jetzt stoppbar, weil es den Dark-Type gibt. Und zum Beispiel der Fight gegen Melanie ist mit ihm nicht allein machbar, auf keinen Fall. Weil endlich hat Psychic einen Counter bekommen, right? Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, by the way. Ich mach die mal ein bisschen leiser. Ich bin gerade paranoid, dass die Musik zu laut ist. I really hope that's not the case. Ich hoffe, dass sie jetzt auch nicht zu leise ist. Ah, ihr seht gerade auch die Musik. Hier übrigens, kann ich shoutouten. Sea Silver, war beim letzten Mal auch in der Beschreibung. Gibt's sehr geile Lo-Fi-Mixes. Sehr passend hier übrigens Joto. Und ja, here we are. Wie gesagt, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu leise, aber besser, man versteht mich, als dass ich hier stundenlang rede und man versteht nichts. Ja, also, Simsala immer noch verdient im S-Tier. Wer ihm joinen könnte, ist Starmie. Starmie hätte ihm
truthfully auch im letzten, in Gen 1 schon joinen können. Da wurde ich drauf aufmerksam gemacht. Starmie ist schon ähnlich broken wie Simsala in Gen 1. Hat bessere Coverage als Simsala. Ist natürlich später, man kriegt es erst später. Und ich glaube, Simsala macht auch noch mehr Damage, aber es ist trotzdem, allein die Coverage ist halt amazing. Also ich würde auch sagen, für dieses Spiel Starmie auf jeden Fall ein S-Tier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo man Sterndu bekommt in Gen 2, aber das ist an sich auch nicht so relevant, weil in der Genlog es ist potenziell so, dass man jetzt ein Starmie aus Gen 1 mitbringt und dann hat man jedes Pokémon theoretisch von Anfang an. Also dieses, wann kriegt man ein Pokémon? Ich werde noch drüber reden, aber es wird wahrscheinlich das Tierplacing nicht mehr so drastisch beeinflussen. Ja, schauen wir mal weiter. Chanera. Chanera ist halt an sich... Hold up! Chanera können wir eigentlich ersetzen. Ich habe hier zum Beispiel auch Golbat nicht drin und Onix nicht drin, weil die sich evolven. Das gleiche gilt aber für Chanera. Das heißt, Chanera können wir hier erstmal durch Hightera ersetzen. Und Hightera würde ich sagen in Gen 2 ist auch gut, wenn man es bekommt. Wie gesagt, das ist ultra unwahrscheinlich, dass du das Mon überhaupt irgendwie rollst, ob in Gen 1 oder Gen 2. In Gen 2 kann man es nur in Kanto bekommen, in Gen 1 kann man es nur bekommen, wenn man extrem lucky ist. In der Safari-Zone. Ich meine, das heißt, das hat einen Grund, dass Chanera auf Japanisch Lucky heißt, das Pokémon. Also, ja, aber wenn man es hat, ist es auf jeden Fall sehr gut. Ich würde sogar überlegen, ob es S-Tier ist. Weil eigentlich, das, Junge, das ist so tanky und das kann sich heilen. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, bei manchen Mons, vor allem bei so Mons, die halt nie eigentlich vorkommen, wie dieses hier, das kriegst du in der Nuzlocke normalerweise nicht, da muss ich halt eine Einschätzung geben. Da spreche ich nicht wirklich aus Erfahrung. Ich spreche bei vielen dieser Mons aus Erfahrung, aber nicht bei diesem. Ich würde allerdings, eigentlich, ich würde es vorsichtig in A stecken, aber ich denke, man könnte argumentieren, dass zu einem S-Tier-Mon zu machen, tatsächlich. Aber wie gesagt, es ist halt ein sehr theoretischer Talk, weil Gesang, Weichei, es kann Screens setzen. Like, wenn du ihm Toxic gibst, dann kann es Schaden machen. Like, derartige Tanks muss man, also ist es nicht unbedingt empfehlenswert, so auch zu benutzen, weil es halt, wobei, I don't know, ich habe schon Stalli-Pokémon benutzt in der Nuzlocke. Es ist halt schon effektiv. Es ist nervig zu trainieren, though. Aber das macht das Mon nicht schlechter. Und ich stelle mir zum Beispiel Hightera auch gegen Red ultra broken vor. Weil Red hat fast nur Special Attacks. Tatsächlich. Ne, Hightera ist ein S-Tier. Auf jeden Fall. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr will ich das nach S packen. Aber wie gesagt, das ist halt so. Das ist jetzt sehr Theory-Crafting, weil wann kommt das vor, right? Aber ich will es natürlich trotzdem covern. Gib mir einen Moment. Okay. Lapras. Jetzt gibt es in Gen 2 heißt sie noch nicht Maronbeere, in Gen 2 heißt sie, ich glaube, Minzbeere. Aber es gibt essentially Chesto Resto. Und das pusht Lapras. Lapras kann man auch ziemlich früh bekommen. Auf Level 20. Und hat auch in der Genlog bewiesen, dass es auch schon in Gen 2 extrem gut ist. Lapras auf jeden Fall erst hier. Relaxo, das gleiche. Relaxo bekommt man zwar erst in Kanto normalerweise. Aber für Kanto ist es super useful. Und wenn man es überträgt und halt Genlog-mäßig von Gen 1 mitbringt, was sehr wahrscheinlich ist, weil man Relaxo gut bekommen kann in der ersten Gen, dann ist es auch in Johto mega gut. Also Relaxo, das werden wir noch sehr oft hier oben sehen. Also ihr seht schon, das S-Tier wird größer. Wie gesagt, man hätte im letzten Spiel auch schon Starmie zu Simsala packen können, aber auf jeden Fall, Gen 2 polarisiert auf jeden Fall deutlich weniger. Ich bin gespannt, wie sich die weiteren Placings da noch auswirken. Wie immer ist das hier alles
ungescriptet und ungeschnitten. Ich werde hin und wieder auch wieder in PokeWiki reinschauen, wie beim letzten Mal auch, wenn ich irgendwas verifizieren muss. Lamus ist immer noch sehr, sehr gut. A oder S? Lamus ist in Johto sehr früh available, das kann man ihm anrechnen. Man kann es aus Gen 1 mitbringen, natürlich auch. Es ist ein sausolides Wasser-Pokémon und es ist... Es ist... Es hat Psychic, was immer noch stark ist. Es gibt zwar jetzt, wie gesagt, Dark, aber... Ich überlege, ob ich... Ich lasse es mal erstmal in A stehen. Aber Lamus ist schon echt gut. Weil ich denke mir, wenn Lapras nach S darf, müsste Lamus auch nach S dürfen, oder? Ha. Ich will sagen, ja. Ich packe es mal auch vorsichtig nach S. Blitzer. Blitzer ist nicht ganz so gut. Ist auf jeden Fall kein S-Pokémon. Das Problem, also wir basieren ja auf Crystal, ne? Das Problem von Blitzer wird sein, und das ist relevant für den Playthrough und relevant für die Nuzlocke und deswegen auch relevant für dieses Placing. Das Problem ist Move Availability. Es kriegt keinen Dönerschlag, es kriegt Dönerschock und für Dönerblitz musst du bis nach der Liga in Crystal warten. Da kommt nämlich erst der Tutor. Und jetzt gucken wir gemeinsam nach, wann Blitzer Döner lernt. Auf 52. Und das ist, wenn man sich an ein grobes Level Cap hält, wie ich es tue, zu hoch für die Top 4. Das heißt, wir sind stuck mit Donnerschock. Bis nach der Liga. Und allein diese Tatsache lässt mich Blitzer nach C vielleicht sogar... Nein, es hat keine Moves, es muss nach C. Das ist ein Donnerschock-Spammer. Es ist trotzdem schnell, es kann Dönerwelle. Aber das ist doch nicht genug. Mal gucken, ob es vielleicht es doch noch in B schafft, aber es ist auf jeden Fall aus dem Grund gedroppt. Das gleiche Problem hat Aquana nicht. Weil Aquana kann man Surfer geben. Aquana kann man allerdings keine Easy-Ice-Attacke geben, wie in Gen 1. Oh doch, Aurora-Strahl auf Level 36 ist nennenswert. Das kann man benutzen. Und entsprechend würde ich es auch in A lassen. Bis nach der Liga Aurora-Strahl ist okay. Ist nicht geil, aber ist okay. Und dann halt Eisstrahl per Tutor. Für S reicht's nicht. Aber für A reicht es. Ich will ganz kurz nochmal verifyen, ob Lamus auch Moveset-Probleme hat eigentlich. Nee, es lernt... Oh, Psychokinese lernt es sehr spät, doch. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Und Psychokinese TM gibt es auch erst in Kanto. Das ist ein großes Problem bei vielen Johto-Pokémon, beziehungsweise Gen 2 Playthrough-Pokémon. Die Move Availability. Aber es kann Ice Heap lernen, right? Es kann Ice Heap lernen. Es, like, Psychos sagt halt. Ein Psycho-Stab fehlt ihm halt. Und was ist mit Starmie? Auch hier müssen wir auf Moveset Availability achten. Also, Starmie kriegt schon mal gar nichts. Und Sterndu? Ja, here we are. Es kriegt, like, Eissturm. Surfer. Psychic zu spät. Ja, das droppt Starmie. Ups, das ist meine Gen 1 Tierlist. Seht ihr hier nochmal. Habt ihr ja auch im Video gesehen. Nee, da kann ich nicht mehr. Da kann ich nicht mehr S. Da kann ich nicht mehr S. Rechtfertigen für Starmie. Simsala hat diese ganzen Probleme nicht, weil Simsala kriegt Psychic per Level Up, Psy-Strahl per Level Up, alles zu einem reasonable Zeitpunkt und es kriegt Genesung. Lapras kannst du Surfer geben, Lapras lernt Eisstrahl.
Relaxo passt von den Moves auch. Dem kannst du auch schon was wie Stärke geben und sowas. Hytera. Mal angenommen, man würde einen Chanera mitbringen. Dann könnte man Weichei auf 10. I mean, to be fair. Wenn du kein Toxic hast, macht das Ding absolut keinen Schaden. Und Toxic gibt's erst in Kanto. Also würde ich auch bei... Das würde ich auch sagen, ja, ihr seht schon, dass wenn ich einen zweiten Blick drauf werfe, dann lichtet sich das Essen ein bisschen. Ich würde dann aus dem Grund Hytera auch droppen. Es ist sehr gut im Late Game, though. Es ist sehr gut im Late Game. Und das ist eigentlich auch der Zeitpunkt, wo man Hytera bekommt. Aber wenn das jetzt hier nicht Genlock wäre, würde ich trotzdem sagen, man kriegt das zu spät, deswegen halt nur A. Das ist dann schon okay. Wie gesagt, Ice Heap auf Lamus ist gut. Es ist sehr tank. Ich gebe mal Lamus noch das S, weil es kriegt Surfer, es kriegt Ice Heap. Nur Konfusion leider, aber... Ja. Wann lernt es denn Psychic? 52 haben wir gerade gesagt, ne? 54. Ja. Das ist ungefähr der Level, den du hast, wenn du die TM bekommst auch. Naja. Kokowai. Ich will sagen, Kokowai ist besser geworden. Kokowai kann man jetzt mit Sonnentag supporten, was aber auch immer noch nicht so gut ist, weil du kannst halt Solarstrahl dann mehr drücken, aber es gibt noch kein Chlorophyll. Psychokinese. Ich merke gerade richtig extrem, während ich diese Tierlist mache, wie anders das Placing der Pokémon wird einfach durch Move Availability. Das ist extrem. Wie wir sehen können, Kokowai lernt nichts so richtig. Und auch hier, kein Psychic. Das Ding ist, in Gen 1 hast du halt mega früh Access zu Psychic. Sobald du nach Safronia kannst, das ist, like, bei der Hälfte des Spiels ungefähr. Und ich würde sagen, allein aus dem Grund, auch hier, du bist nur mit Konfusion unterwegs. Schlafpuder auf 37 ist reasonable. Ich glaube, es darf in A bleiben, aber ich würde sagen, es ist overall ein bisschen gedroppt, einfach weil es kein Psychic hat. Gengar ist sick, though. Gengar kann Elemental Punches, was übrigens Simsala auch kann. Also in der Hinsicht ist es sogar gebufft worden gegenüber Gen 1. Es ist etwas schlechter wegen Dark-Type, aber es hat Coverage jetzt. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch gar nicht erwähnt zu sagen. Ich habe ja gesagt, dass Starmie bessere Coverage hat. In dem Spiel nicht mal unbedingt. In Gen 1 schon, though. In Gen 1 hat es, like, vier verschiedene Typings als Move. Und das ist amazing für Gen 1. Hier gibt es Elemental Punch, Simsala. Und ich glaube, die Tatsache, dass Gengar Elemental Punch hat, macht es auf jeden Fall besser. Leider immer noch keine Special Stabs, weil Physical Special Split kommt erst in Gen 4. Gengar aber auf jeden Fall gutes A, maybe S. Du hättest halt, like, Elemental... Es ist, like, Simsala aber nicht ganz so geil, weil Simsala hat noch Psychic Stab und Gengar hat halt... I guess du kannst Hypnose oder sowas nehmen einfach. Du kannst Spukball als Stab nehmen, aber ist halt physisch. Und ja, I don't know, wie worth das ist. Ich lasse es mal als hohes A hier platziert, aber... Vielleicht könnte ich mir es auch vorstellen dafür. Gyarados. Gyarados ist weird in Gen 2. Gyarados ist, glaube ich, schlechter in Gen 2 wie in Gen 1. Weil es hat nicht mehr so viel Special. Ich habe ja letztes Mal Gyarados hochgepackt, weil es 100 Special hat. Aber jetzt hat es einfach nur noch 60 Special Attack und 100 Spedef. Und das heißt, jetzt musst du wirklich Gyarados physisch spielen. Da geht jetzt nichts mehr mit Mixed oder Special. Und das lässt Gyarados auf jeden Fall droppen. Du müsstest, like, Erdbeben reinwasten. Stärke oder sowas müsstest du spielen. Es gibt noch keinen Dragon Dance. Und deswegen ist es auf jeden Fall... Ich will es in C stecken, aber es hat immer noch gute Stats, deswegen gebe ich ihm erstmal B. Alright. Dragoran. Dragoran bleibt, glaube ich, in A. Oder ist es ein S-Wert?
Ich finde halt, Dragoran ist schon sehr gut. Es lernt, glaube ich, auch Elemental Punches. Zumindest Feuer und Donner. Eis weiß ich gerade nicht. Turbo-Tempo, was nicht schlecht ist. Outrage ist nicht so gut in Gen 2. Aber die Base-Stats sprechen für sich, ne? Also, ich überlege gerade so, du kriegst es halt theoretisch vor der Top 4. Kann man S sagen? Es kann fliegen mit Stab. Ja, allein bei den Stats, auch hier wieder. Also, wenn du wirklich in das Mon investierst. Ich sag mal, das Investment und den Value, den du rausbekommst, ist es, finde ich, nicht wert, verglichen mit anderen Mons im S-Tier. Aber wenn du einen Dragoran hast, dann ist es, like, sehr gut. Dann ist es worth, auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall so sagen. Okay, über Gengar haben wir gesprochen, Aquana haben wir auch gesprochen, Tauros. Ich glaube, Tauros ist leider schlechter. Like, Tauros. Schwierig. Ich glaube, es ist immer noch ein gutes Pokémon, aber es ist halt nicht mehr Gen 1 gut. Und das wird uns, glaube ich, like, das wird bei Tauros. Ich glaube, Tauros wird mit jeder Gen abfallen, gefühlt. Die Stats sind halt immer noch echt okay. Du kannst ihm Stärke geben, right? Es lernt Hornattacke auf Level 13, also du kriegst es früh. Du kannst ihm Eisenschweif geben nach Jasmin, du kannst ihm Stärke geben. Aber es hat halt Erdbeben als Coverage noch. Ja, I mean, like in Gen 1 hat es halt wegen der Crit-Mechanik war es noch ein bisschen besser. Und da konnte es Body Slam kriegen, was geiler ist als Stärke. Und geiler ist als Kopfnuss. Rückkehr gibt's noch nicht. Du würdest, like, also ich würde, like, Stärke, Erdbeben, Eisenschweif spielen. Und irgendeinen anderen Filler noch. Das ist jetzt, entweder bleibt's in A oder ist es gutes B. Aber meine Tendenz ist eher gutes B. Wenn ich da Dodri sehe. Dodri ist halt auch einfach wirklich, macht das Gleiche. Kriegt ähnliche Moves. Fliegen, Triplette ist immer noch physisch. An Dodri hat sich nicht viel geändert. Bei den Nidos ist auch das Problem. TM Availability. Die Nidos sind in Gen 1 deswegen geil, weil du ihnen, like, alles beibringen kannst. Sie können Elemental Punches, so. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch rechtfertigen kann, die in A zu stecken. Aber Elemental Punch ist fun und du kannst. Oh, Mondstein Availability müssen wir drüber reden. Boah, Mondstein kriegst du relativ consistent von deiner Mutter, oder? In Gen 2? Aber Gengar zum Beispiel ist halt ein viel besserer Elemental Punch User als die Nidos. Ich pack die mal in A, in B. Aber wenn A zu, ich sag mal, unbevölkert wird, S darf wenige haben. So sollte eine Tierlist aussehen. Das S-Tier sollte nie so heftig gefüllt sein. Aber wenn A zu wenig wird, werde ich wahrscheinlich ein paar von B promoten. Diktri. Diktri ist auch schlechter, würde ich sagen, weil Diktri brauchst du nicht wirklich in dem Spiel. Also normalerweise würde man es erst spät bekommen und es ist irrelevant, aber da man es übertragen kann, potenziell aus Gen 1 in der Genlock-Regel. Ich überlege, ich stelle mir gerade einen Gen 2 Playthrough vor und überlege, wann man Dicta in Johto brauchen würde. Ich habe, glaube ich, sogar mal eins mitgenommen. Und ich glaube, es hat es nicht. Nee, es ist irgendwie früh gestorben, so war das. Es Diktri das. Ich glaube, Diktri ist 10 in Gen 2. Schaufler ist schlechter. Schaufler hat keine 100 Base Power mehr. Ja. Sorry, Diktri. Und es hat das gleiche Problem wie in Gen 1 oder immer. Es ist squishy wie Sau. Und hier brauchst du es für die Kämpfe weniger und es hat einen schlechteren Stab in Schaufler. Also, Diktri wird auf jeden Fall ein Tier gedroppt. Tentoxa ist erwiesenermaßen immer noch ein gutes Wasser-Pokémon da. Ach ja, wir haben noch nicht über Turtok geredet.
Turtok hatte ich einmal mitgenommen nach Gen 2 und das war auch schon gut. Kriegt Ice Heap, es kriegt Surfer. Das ist immer noch solide. Ich würde sagen, es ist schwächer als in Gen 1 auf jeden Fall. Wegen der, allein weil du Eisstrahl später bekommst. Du kriegst aber Ice Heap. Special Biss mit Dark-Type ist nice, though. Ich lasse ihn mal im schwachen A, vor allem weil A gerade so unterbevölkert ist. Du kannst Tentoxa, um mal auf Tentoxa zurückzukommen, Surfer geben. Surfer kriegst du halt sehr früh in Gen 2. Noch früher als in Gen 1. Und das boostet diese ganzen Wasser-Pokémon, die Special sind halt sehr in der Y-Ability. Ich würde sagen, Tentoxa ist in Gen 3 geiler, aber ich glaube, ich könnte mir sogar für Tentoxa A vorstellen. Like, Tentoxa ist more useful als die Nidos, glaube ich, insgesamt. Magneton. Now, Magneton ist deutlich besser in Gen 2 als in Gen 1. Aber ist es gut genug für A? Steel-Type helps a lot. Gäb's Evolition, würde ich es in S packen. Aber es gibt noch keinen Evolit. Aber Magneton ist trotzdem fucking solid. Das Typing ist so gut dafür. Magneton, die ganze Magnetino-Line ist so ein geiles Nuzlocke-Pokémon. Ich kann euch das für jede Generation außer 1 absolut ans Herz legen. Und allein, dass ich so drüber rede, lässt es mich in A packen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich S rechtfertigen kann. Das sind die Stats. Also wenn ich mir die Pokémon in S anschaue, die haben like allesamt, entweder sind sie ultra tanky, wie Lapras oder Relaxo. Oder sie haben like, sind like tanky und haben Coverage. Dragon hat einfach sehr, sehr gute Stats und Simsala ist like fast as fuck, extrem hohe Special Attack und in dem Spiel sogar gute Coverage. Aber ja, ich glaube, A für Magneton ist reasonable. Starmie ist halt für Johto echt nicht so cool, weil du halt nur Surfer mashst und vielleicht Eissturm, wenn du es dann kriegst. Aber das gleiche gilt für Tentoxa. Wenn du Psychic und die Tutor-Moves bekommst, doch für Starmie, dann geht es richtig ab. Das ist schon verdient in A. Wie gesagt, Starmie wäre ein S, wenn es früher an Moves kommen würde. Satzenia. Now, Satzenia ist da völlig richtig, wo es ist, wie ich finde, weil wer meine Genlock gesehen hat, der hat auch gesehen, wie Satzenia in diesem Spiel Johto dominiert hat. Und dazu muss ich natürlich an einen bestimmten NPC namens Gudrun ein Special Shoutout geben, denn Gudrun hat den Blattstein so früh wie noch nie delivered. Ich hatte Satzenia vor der dritten Arena und es war so gut. Like, es macht so guten Schaden früh dann. Es fällt vom Damage her wirklich sehr ab, muss man fairerweise sagen, aber es bleibt nützlich, allein schon wegen Schlafpuder. Und deswegen verdienter Platz in A für Satzenia. Raichu. Bekommt Raichu Donnerblitz per Level Up oder Pikachu? Ja, okay, das macht das A auf jeden Fall. 26 Donnerblitz ist ultra nice. Also, lol, es gab ein Blättertanz-Pichu-Event mal. Gen 2 Events sind wild, dude. Leider kein Ice Heap, though. Aber ja, so früh T-Bolt zu haben. Man muss natürlich. Warte mal. Donnerstein Availability. Wer gibt einem Donnerstein? Den kann man kriegen, though, glaube ich. Das gibt. Ich glaube, Rosemarie gibt den einem. Das ist nicht die Route, die ich meine. Ja, Rosemarie. Von Göre Rosemarie, wenn sie anruft. Ja, also wenn Rosemarie delivert
Und ihr habt, like, ein Pikachu mitgenommen aus Gen 1, dann ist Raichu amazing. Aber nicht gut genug für S, weil es fehlt ihm einfach an Coverage. Aber ein gutes Elektro-Pokémon zusammen in Gen 2 ist geil. Für die Wasserrouten und vielleicht das Garados von Siegfried. By the way, Magneton ist sehr, sehr gut gegen Garados. Magneton ist so kurz davor, von mir in S gepackt zu werden, ne? Aber die Stats sind nicht gut genug in Gen 2. Das wird noch in S landen, aber nicht in dem Spiel. Aber es ist trotzdem sehr gut. Es ist so geil gegen Siegfried. Magneton ist sick. Ja. Gefällt mir Kokowein. Ah, Kokowein sieht immer noch ein bisschen falsch aus. Aber naja, lass mal erstmal so stehen. Dodri, wie gesagt, finde ich, sieht hier richtig aus. Gardos wurde gedroppt. Die wurden auch gedroppt. Elektroball. Elektroball kann immer noch keine Elektroattacke durch, es ist so schrecklich. Du musst ihm... guck mal, du musst ihm entweder Blitzkanone, Donner oder Dönerblitz geben. Und die sind alle mega spät. Was Elektroball in dem Spiel für mich für ein Playthrough halt fast komplett ungeeignet macht. Ich will jetzt nicht ins unterste Tier packen, aus dem Grund, weil es ist halt das gleiche Problem wie mit Blitzer, right? Du kannst es gut machen, aber zu dem Zeitpunkt, wo du es gut machen kannst, da hast du wahrscheinlich schon bessere Pokémon. Na, und Pokémon, wenn ich es jetzt gerade sehe, das auf jeden Fall Electric-Type ist und promoted wird, ist Electek. Electek ist fucking sick in Gen 2. Electek kann Donnerblitz, davor Donnerschlag, was okay ist, Ice Heap, Feuerschlag und Psychokinese dann später noch. Hätte es bessere Stats, wäre es S. Aber Electek hat es nicht so die mega krassen Stats. Hold up. Electek hat, like, schon okay Stats, aber nicht wirklich die besten. Ja, 105 Speed, 95 Special Attack und sehr wenig Verteidigung und KP. Und okay Spedef. Aber das ist halt nicht so überragend wie die Stats der Mons hier oben. Aber es ist sehr gut. Also das ist auch ein sehr... Wenn ihr aus dem Kurios-Ei Elekit bekommt... Beautiful. Beautiful Pull aus dem Ei. Glurak. Feuer-Pokémon sind auf jeden Fall besser in diesem Spiel. Weil es jetzt Steel-Type gibt. Das heißt, Feuer hat jetzt diese, sag ich mal, Daseinsberechtigung, Stahl zu kontern. Und es gibt immer eine Stahl-Arena auch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Learn-Set von Glurak ist schlechter als das von Tornupto. Und Tornupto hat die gleichen Stats. Ja, Glurak kriegt keinen Dönerschlag. Und Tornupto kriegt Dönerschlag. Glurak kriegt zwar einen Flugstab, aber wen juckt's? Ich würde daher sagen, Glurak darf in B bleiben. Darf in B bleiben. Über Tornupto reden wir später. Kangama. Kangama habe ich honestly im letzten Tierlist-Video ein bisschen overrated. Ich habe nicht so auf den Special-Stat geachtet. Der Special-Stat ist 45. Das heißt, es fliegt ähnlich wie die Kampf-Pokémon bei einem Special-Move komplett aus dem Latschen. Also Kangama hätte ich allein aus dem Grund vielleicht rückblickend doch ein Tier runtergepackt. Und auch hier, es kann nicht mit Taurus in einem Tier sein. C fühlt sich richtig an für Kangama. Wobei Kangama Irrschlag kriegt, right? Kangama, also Irrschlag ist schon nicht schlecht. Aber auf 43 erst. Yikes. Nee, Kangama bockt nicht.
Mega Heap ist okay, aber Stärke ist besser. Und Stärke kannst du auch Tauros geben. Aber Kangama auch eh ist auch so ein Pokémon, das nicht wirklich vorkommt. Like, wann hast du Kangama? By the way, I guess dadurch, dass ich alle Pokémon rate, die es gibt, aufgrund der Nuzlocke-Regeln, ist das hier auch eine geeignete Tierlist für Randomizer. Nuzlocks. I guess. Wobei bei Randomizer ist die Availability halt gemischt. Und alles, was ich hier an Availability noch mit einfließen lasse, was nicht mehr so viel ist wie beim letzten Mal, aus dem Grund, dass man Mons übertragen kann, ist halt dann komplett, ja, irrelevant für den Randomizer, weil ein Randomizer kannst du alles überall kriegen. Nichtsdestotrotz kann man hiervon, glaube ich, ziemlich gut ablesen, welche Mons für einen Nuzlocke besser geeignet sind als andere. Oder halt einen besseren Job machen. Bei Tauros und Ivitak hat sich eigentlich nichts getan. Würde ich genauso bewerten wie beim letzten Mal. Nur dass sie im Gegensatz zu Blitzer und und Elektroball wenigstens Moves bekommen. Hier oben habe ich noch ein paar Pokémon noch nicht bearbeitet. Und zwar Gardas habe ich schon bearbeitet. Gifloor ist halt auch, macht immer noch das gleiche wie im letzten Spiel. Und verdient auch hier zu bleiben. Wie gesagt, auch hier, wenn du Mirapla im Steineichenwald bekommst. Damn, Clefensa kriegt man sogar noch früher in Gen 2. Ja, wenn du Mirapla im Steineichenwald bekommst und Gudrun delivert, dann hast du auch einen Gifloor vor der dritten Arena und das ist fucking sick. Ja, aber ich glaube, ich kann A nicht rechtfertigen. Es bleibt, wo es ist. Smetbo werde ich droppen. Aus dem Grund, weil Smetbo habe ich ja das Argument gehabt, dass es im Early Game carried. Aber Psychic Moves sind schlechter geworden. Also das Psychic Type an sich ist schlechter geworden, nicht die Moves an sich. Und vor allem im Early Game von Gen 2 brauchst du kein Käfer. Wegen der Flugarena. Und in der Käferarena brauchst du es jetzt auch nicht wirklich. I guess es ist okay, aber ich kann das nicht in B stehen lassen neben Dodri und anderen nützlicheren Pokémon. Deswegen darf Smetbo nach C. Manche von euch hätten vielleicht sogar argumentiert, dass Smetbo in der ersten Tierlist schon nach C gehört hätte. Und dafür hätte man argumentieren können, aber ich fand Smetbo berechtigt in B beim letzten Mal. Aber diesmal kann ich es nicht mehr rechtfertigen. Rosana. Rosana kann man Ice Heap teachen. Und keine Psychic Moves. Es sei denn, man kriegt Cursilla davor. Es kann sogar von selber Ice Heap. Naja, außer Eis-Attacken zu meshen, macht das viel nicht viel. Aber ich habe das, glaube ich, sogar benutzt. Ja, genau. Ich habe das benutzt in der Genlock. Und es war nicht schlecht. War das in der Genlock oder bin ich gerade stoned? Ich meine mal mit... Oder war das Fool's Gold? Ich spiele zu viel fucking Nuzlocke, Alter. Nein, ich spiele nicht genug Nuzlocke. Anyway, die Tatsache, dass es so spät Psychic bekommt, tut es mir schwer, also lässt es mich schwer fallen, es hier zu lassen, aber ich glaube, B hat es trotzdem noch verdient. Ich glaube schon. Starker Ice Stab ist auch viel wert. Und die Mons in C sind wirklich schlechter. Amoroso. Hat Amoroso irgendwas Neues, Gutes bekommen? Ich bin wieder vom falschen Tab, sorry. Antikraft auf 54. nee. Nee, Amoroso muss runter. Du kannst ihm keinen Eisstrahl mehr geben. Also schon, aber später erst. Surfer und die Wasser-Pokémon hier sind besser. Quappo. Ich muss in Order gehen. Über die habe ich alle geredet. Ich muss in Order gehen, sagte er, der absolut nicht in Order geht. Ich gehe heller nicht in Order, sorry about that. Ich gehe da, wo meine Gedanken hingehen.
Quapo. Über Giflo habe ich geredet. Pantimos. Machen wir Pantimos als nächstes. Pantimos lernt schon Psychic Moves, right? Ich könnte euch nicht mal sagen, wo man Pantimos in Gen 2 bekommt. Aber wenn ihr es habt. Psystrahl auf Level 36. Allerdings sonst... Ah, Elemental Punches. Ja, okay. Du bist auf jeden Fall... Gutes B, maybe A. Die Mons hier sind schon besser, glaube ich. Aber wenn Kokowai nach A darf, dann muss Pantimos nach A dürfen. You know what? Ich tausche die beiden. So machen wir das. Das sieht richtiger aus. Das sieht richtiger aus. Elemental Punch User sind automatisch weiter oben. Wie gesagt, es kommt extrem drauf an, welche Moves du kriegst im Playthrough. Hypno ist schlechter geworden. Hypno macht jetzt weniger Schaden, weil es nicht mehr, like, Special... Es hat nicht mehr so viel Attack Power wie Special Defense Power. Also Special Attack Power wie Special Defense Power. Dadurch, dass es gesplittet wurde. Es hat noch so viel Spedef, wie sein Special war. Und sein Special Attack ist jetzt lower. Aber es ist immer noch... In Gen 2 ist es halt immer noch solide genug, dadurch, dass es auch einschläfern kann und so, dass es in B bleiben darf. Pixie darf, glaube ich, auch in B bleiben. Kann Pixie Elemental Punches? Ja. Yeah. Dann gilt für Pixie das gleiche, like... Das ist ein guter Allrounder, es ist keiner tanky und du kannst damit auch angreifen, aber es ist halt jetzt nicht das stärkste Pokémon der Welt. Electek ist da zum Beispiel ein geilerer Elemental Punch User, aber in B darf das gerne bleiben. Quappo. Quappo kriegt jetzt ein besseres. Also Quappo ist deutlich besser als beim letzten Mal, so wie jedes Fighting Type. Kriegt halt allerdings als Fighting Type Move auch nur wirklich Wuchtschlag und der ist halt nicht reliable. Ansonsten spricht das gleiche für ihn wie beim letzten Mal, nämlich dass es ein Wasser-Pokémon ist und dass es einschläfern kann. Schwaches B, aber darf in B bleiben, glaube ich. Yugong. Eisstrahl auf 43, na immerhin. Und Surfer kann man ihm teachen und bis dahin hat es Aurora-Strahl. Sonst spricht nicht wirklich was für ihn, aber von der Move-Availability... Schwaches B auch, ja? Darf in B bleiben. Like, Move-Availability ist so gut, als ihm C zu geben. Und ein Eye-Step zu haben, ist sehr geil. Vielleicht ein bisschen großzügig ihm B zu geben, aber... Doch, doch, das hat hier schon seinen Platz. So, damit habe ich über alle Pokémon, die derzeit in A und B sind, geredet, außer Glurak. Ne, habe ich über Glurak geredet? Ich habe über Glurak geredet. Das sind eine Menge Pokémon und es werden nur mehr. Eieiei, diese Videos werden pervers lang noch. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was dran ändern kann, außer halt weniger zu reden über jedes Pokémon, aber... Ich verliere mich da gern drin. Okay, über Ivitek haben wir geredet, über Taubes haben wir geredet, über Blitzer haben wir geredet. Wir haben über Smetbo geredet, wir haben über Amoroso geredet, Elektroball, Kangama, Diktri, Arcani. Arcani kriegt jetzt... Turbo Tempo? Auf 50 erst allerdings. Ja, muss, glaube ich, in C bleiben. Krieg keinen Feuerschlag. Glurak kriegt Feuerschlag. Tornupto kriegt Feuerschlag. Das wird schon zum soliden Pokémon dann irgendwann, aber... Bis es dazu kommt, ist es halt recht spät. Viele Mons in C leiden unter Move Availability. Ich kann nochmal Fukanos Moves anschauen. Flammenwurf auf 50, das ist alles zu spät. Flammenrad auf 34 ist auch spät. Und Feuerstein ist kind of annoying zu kriegen. Und nicht wirklich worth it.
Wie sieht Vulnona aus, wenn wir gerade mal bei den Feuer-Pokémon sind? 31 Flammenwurf, Vulnona, hallo, willkommen B als zweites Feuer-Pokémon. Ja, das ist reasonable und das macht auch mehr Damage mit Special Attacks. Aber wie in Gen 1, das macht halt nichts außer außer Flammenwurf zu meshen. Aber dafür kann es das wert sein. Du kannst auch noch Sonntag dafür kaufen. Maybe eine Kraftreserve, I guess. Und ja. Aber das darf nach B. Es hat einen starken Stab und bessere Move Availability als die hier. Bisher. Also über manche haben wir noch nicht geredet. Knuddeluft darf auch hier bleiben. Da gilt dasselbe wie beim letzten Mal. Kangama haben wir drüber geredet. Enturon. Enturon könnte aufgrund von Ice Heap vielleicht B machen in dem Spiel. Kriegt Surfer, kriegt Ice Heap reasonably early. Und die Stats sind halt nichts wirklich Besonderes, aber die sind jetzt auch nicht super schlecht. Aber die Mons in B sind schon besser, ne? Ist ein gutes C. Ist ein gutes C. Omot. Ist Omot besser geworden oder schlechter geworden? Ungefähr gleich, würde ich sagen. Ja, das ist ungefähr gleich und auch aus den gleichen Argumenten. Was man übrigens Enturon auch noch ankreiden kann an Availability, an Viability, I mean, ist, Enturon entwickelt sich sau spät für so ein Pokémon. Und deswegen, allein deswegen kann das auch nicht nach B. Galoppa ist schlechter geworden. Weil Galoppa ist nur deswegen hier, weil es Feuerwirbel abusen konnte. Und jetzt muss es... Sein Special Attack ist nicht gut und sein Attack ist besser, aber warum würdest du seinen Attack benutzen wollen, wenn es da bessere Pokémon dafür gibt? Deswegen würde ich wirklich Galoppa hier runter verbannen. It's not a good Fire Type at all. In dem Spiel. Ich mag Galoppa gerne, aber vor Physical Special Split bockt das halt gar nicht. In Gen 1 konnte man, wie gesagt, noch das Argument machen, dass das Feuerwirbel abusen kann, aber leider sehe ich das hier nicht weiter oben sonst. Omot haben wir gesagt, darf hier bleiben. Geowatz. Oh boy, time for promotion. Geowatz ist so viel besser in diesem Spiel. Geowatz ist easy gutes A. Geowatz ist der King von Gen 2 Playthroughs. Geowatz Kleinstein zerstört die erste Arena. Kleinstein zerstört die zweite Arena. Kleinstein ist mega gut in der dritten Arena. Kleinstein ist sogar in der vierten Arena gut. Wegen Intensität und der nicht vorhandenen Schwebe. Und da sind nur Gift-Pokémon unterwegs. Gegen Jasmin ist er useful. Er ist like ganz Johto über so ein solides Mon. Allein wegen dem Typing und weil er jetzt gute Moves hat in Intensität. Und das ist... Walzer ist auch neu dabei. Oh, ich will ihn fast nach S packen. Aber seine Schwächen sind zu gravierend, um ihm S zu geben, finde ich persönlich. Er ist auch ein sehr guter Lead gegen Pikachus... gegen Pikachus Red, wollte ich sagen. Gegen Reds Pikachu. Ich verweise auf Opferstein. Man kann auch Explosion Plays machen, wenn man will. Ah, oh, was eine Promotion. Das hat sich gut angefühlt. God, I love Opferstein. Okay. Vor lauter Geowatz-Hype habe ich vergessen, wo ich war. Hier, Radikal. Radikal ist... Boah. Auch ein gutes C. Weil Radikal ist aus genau dem gleichen Grund hier wie beim letzten Mal. Solides Early-Game-Mon. Starker Hyperzahn. Im Early-Game entwickelt sich früh.
ruckzuck Hieb im Early Game ist nice. Das ist auf jeden Fall im Early Game zu gebrauchen und ein solider Team-Member. Aber dann fällt es halt ab und deswegen kann es auch nicht höher. Aerodactyl. Wegen der nicht vorhandenen Steinhagel in Gen 1, beziehungsweise sie ist vorhanden, aber er kann es nicht lernen. Das ist schrecklich. Ist er hier. Aerodactyl ist auch ein Mon, das eigentlich gar nicht available ist, so richtig in Gen 2. Also du kannst es dir, glaube ich... Kann man sich ja traden? Ich glaube, man kann sich ja traden. Jedenfalls müssen wir ja natürlich auch in Betracht ziehen, dass man es aus Gen 1 mitbringt, was natürlich sehr möglich ist. Zwischenzeitlich machen wir mal ein neues Yoto-Video an. Und dann schauen wir uns Aerodactyl an. Antikraft auf 29 ist immerhin ein Step. Fliegen ist ein Step. Eisenschweif ist ein Coverage-Move. Erdbeben ist ein Coverage-Move. Also... B? Kann man promoten. Gute Stats, sehr schnell. Und hat jetzt wenigstens in Antikraft einen Step. Und Omniboost kann man auch mal rollen, also... Aber auf keinen Fall höher. Weil... Zu squishy und... Zu unpraktisch. Und seine Moves sind es... Also du musst halt trotzdem nachhelfen. So. Sichlor! Nicht mehr ganz so katastrophal wie beim letzten Mal von Moves her, aber immer noch katastrophal. Hat jetzt Flügelschlag, hat jetzt Zornklinge als einzigen Bugstab. Ist leider immer noch völlig zu Recht hier, maybe sogar ein bisschen weiter hinten. Und ja, Pinsir. Pinsir... Kann Pinsir schon... Schauen wir mal, was es kann. Basically den gleichen Scheiß. Nur, dass es jetzt Geowurf und Überroller lernt, anstatt TM hat. Und Zornklinge ist halt auch ein Meme von einem Move. Ja, Pinsir genauso. Austos würde ich sagen, ist in Gen 2 schlechter. Kann Schnapper nicht mehr abusen und sein Damage Output, nein, seine Special Defense ist genervt. Es hatte 85 Special und jetzt hat 45 Special Defense und 85 Special Attack. Die Defense spricht für sich, aber was lernst du denn so? Aurora Strahl, Panzerschutz, Schutzschild, Stachler. Ich glaube, Austos muss demoted werden in D. Dann Magma. Magma könnte Elemental Punches können. Flammenwurf kann es lernen per Level Up. Und es kann Dönerschlag. Und später auch Psychic. Würde ich also sagen, ist eines der besseren Fire Types. Darf auf jeden Fall hier nach B. Ich meine, Dönerschlag zu können als Fire Type ist halt schmackhaft. Hat gegenüber Vulnona den Vorteil, dass es bessere Coverage hat, aber es macht halt mit Feuer auch weniger Schaden als Vulnona. Und ist langsamer. Trotzdem B. Hat, like, bessere Moves als die Mons hier. Seemon. Seemon wurde evolved, das können wir auch wegpacken. Kommt ein Yoto-Pokémon später, das seinen Platz einnimmt. Zedraking. Gut für Seemon. Bibor wird auch gedroppt. Aus dem gleichen Grund, wie Smetbo gedroppt wurde. Also, du kannst es benutzen im Early Game, aber warum willst du denn gegen Falken Bibor hochziehen und dann gegen Kai bockt es auch nicht. Und dann bist du bei Bianca, da bockt es auch nicht und dann fängt es eh schon an abzufallen. Das lohnt halt null, das Teil. In dem Spiel. Kannst vergessen, Alter. Okay. Sandama... und Flamara. Dann haben wir über die Pokémon hier alle geredet. Sandamir lernt nur Scheiße. Und Schaufler kann man ihm geben. Wuchtschlag kann man ihm geben. Eisenschweif kann man ihm geben.
Aber Schaufler ist schlechter als in Gen 1 und Schlitzer ist nicht mehr OP. Sorry, Sandama. Sorry, Sandama. Flamara! Ich glaube, Flamara kriegt auch die Axt. Die Axt nach D. Flamara habe ich nur deswegen höher geplaced beim letzten Mal, weil es Special hatte. Und jetzt hat es kein Special mehr. Das heißt, die ganzen Moves sind fucking useless. Und es ist ein Waste of Space. Es kann Spukball physisch benutzen. Aber warum sollte man das wollen? 95 Special. Ich bin ehrlich zu euch, ne? 95 Special ist nicht so low. Aber bei dem Speed und der HP und dem Bomben-Attack, der nicht benutzt werden kann, richtig? Fuck no. Da ist Galoppa sogar empfehlenswerter als das Teil. Ab nach D mit dir. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir ein paar Mons in D promoten können. Oder halt auch nicht. Porenta muss hier unten bleiben, aus dem gleichen Grund wie in Gen 1. Hat sich leider nicht viel getan für ihn. Wer mir sofort ins Auge fällt, der promotet werden darf, though, ist Machomai. Und zwar auf jeden Fall mal direkt ab nach B mit dir. Kann ich A rechtfertigen? Nein, kann ich nicht. Es kann jetzt Kreuzhieb, was endlich mal ein vernünftiger Stab ist. Ich glaube sogar Überwurf existiert in Gen 2 schon. Believe it or not. Lass mich das verifizieren. Du kannst es relativ früh haben auf Level 28. Und es macht halt sauguten Damage. Und es ist gut gegen Dark-Types. Ja, Überwurf, Kreuzhieb und bis dahin Karateschlag. Ansonsten, like, es macht sonst nicht viel, though. Also es spammt halt, wenn du ihm nicht Erdbeben gibst oder so, und Erdbeben ist auf dem Fighting-Type, ist auch nicht so nötig, spammt es halt Kampfattacken und macht damit ordentlich Schaden. Stärke kannst du ihm noch geben. Ja, nee, höher kann ich den nicht packen, schwaches B sogar. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Jump für Machomai und der wird auch in den zukünftigen Gens noch ein bisschen geboostet werden. Da freuen wir uns für Machomai. Wer auch geboostet werden darf, wenigstens ein Tier, ist Knogger. Knogger kann ab Gen 2 Kampfknochen bekommen und ich habe ihn sogar mal benutzt in Gen 2 in der Genlog, und zwar für Red, für sein Pikachu. Obviously ein guter Counter dagegen, aber ansonsten, ich weiß nicht. Wenn du es mitbringst, Knochenkeule ist nicht schlecht. Kann man nicht, also kann man echt nicht unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen. Aber Knogger evolved spät, right? 28 geht eigentlich. Aber wenn du es mitbringst, hast du keinen Kampfknochen. Das macht es wieder... Also Kampfknochen musst du dir in Kanto erfarmen. Ja, das kannst du dann nicht besser machen. Also das kann ich nicht höher raten. Weil wie gesagt, wenn du es mitbringst, hat es keinen Kampfknochen. Und in Kanto, dann kannst du den Kampfknochen geben. Und selbst dann ist es like nur... gegen Nischen, also in Nischen gut, also gegen Major Bob zum Beispiel oder gegen Reds Pikachu. Aber das, dieser kleine Aspekt verschafft ihm C. Also wie gesagt, C, für C-Pokémon spricht immerhin noch irgendwas, so. Aber bei D, da spricht nichts dafür. Das ist, warum benutzt du das? Das ist super sinnlos. So. Und das gilt leider immer noch für Slimog, glaube ich. Ich mag das Pokémon so gern, aber das ist leider auch in Gen 2 immer noch... Poison-Types, die kein zweites Typing haben, sind schrecklich. Es kriegt Matschbombe per Level ab, aber auf 60. Es kriegt Elemental Punches, aber es hat keine Special Attack. I guess du kannst ein bisschen speziell wollen damit, aber es gibt so viele Mons, die das besser machen und dabei noch mehr Schaden machen. Ich kann leider immer noch kein D rechtfertigen. Kein C rechtfertigen. Wobei, hold up! Müssen Pinsir und Sichlor runter? Weil die Konkurrenz overall ist gestiegen, I feel like. Es ist schwierig, weil die beiden Kollegen habe ich ja in C, in Low C, weil die gute Stats haben, aber scheiß Moves.
Mit Sichler kannst du immer noch Schwertanz, Schlitzer oder sowas machen. Aber was machst du mit Slimog? Hanno. Gutes D, wie letztes Mal. Und ich befürchte, das gleiche gilt für Smogmog. Poison-Types sind leider nicht gut. In den Early Games. Abgangsbund kann man ein bisschen Shenanigans betreiben, aber halt auch nur einmal. Slant, Feuersturm, Blitzkanone, Flammenwurf, Donnerblitz. Aber zu. Also lohnt halt nicht. Vielleicht. Also ich würde sagen, Smogmog ist besser als Slimog. Weil Physical Defense ist auch öfter nützlich als Special Defense, I feel like. Ich lasse sie mal hier. Wie gesagt, bei Pinsir könnte ich mir auch D vorstellen. Das ist so die Schwelle hier. Das ist so die Schwelle. Die schenken sich nicht viel. Aber irgendwo muss man halt die Grenze machen, so. You know? Und momentan ist D auch noch mehr populated als C. Porygon kann übrigens auch hier raus, weil Porygon hat auch eine Evo bekommen. Schlurp hat keine Evo bekommen. Noch nicht. Und das bleibt auch Ass. In Gen 1 konnte das wenigstens Wickel abusen, habe ich gesehen. Apropos. Nein, darüber rede ich jetzt nicht. Es wäre zu off-topic, aber vielleicht manche von euch wissen, woran ich gerade gedacht habe. Shoutouts an die Discord-People. wo wir gerade beim Thema Schlupf waren, you know? Austausch haben wir drüber geredet. Sandama haben wir drüber geredet. Parasect ist aus dem gleichen Grund scheiße wie in Gen 1. Kingler ist aus dem gleichen Grund scheiße wie in Gen 1. Kabutops ist auch aus dem gleichen Grund scheiße wie in Gen 1. Oder hat es Antikraft bekommen? Ich glaube ja, aber selbst wenn... 65, Alter, ist das dein Ernst? Holy fuck, leider bleibt Kabutops scheiße. So, jetzt aber zwei Promotions vielleicht. Nocturne, glaube ich, leider immer noch schlecht. Nocturne immer noch schlecht, glaube ich. Fuck, man schreibt Nocturne mit CK. Makes sense. Tempo Heap. Ey, ein guter Prio Stab in Gen 2, allein das reicht für C. Hallo? Absolut. Congrats, Nocturne. You are promoted. Und Kikli hat jetzt auch Spedef. Es wird nicht mehr umgepustet von jedem Special Move. Das heißt, Kikli ist jetzt viable. Kommt drauf an, wie man viable definiert, aber Sprungkick ist da, ist nice. Man muss bei Sprungkick und Turmkick natürlich immer beachten, du spielst eine Nuzlocke und irgendwann misst das. Und dann wirst du halt gepunished. Aber ich glaube, in Gen 2 bekommst du nur sehr wenig Chip dafür. Also Kikli ist immer noch kein gutes Pokémon, aber Kikli ist nicht mehr D. Kikli hat jetzt etwas, was für es spricht. Congratulations, du kommst mit deinem Kollegen Nocturne nach C. Arbok ist jetzt immer noch scheiße. Sogar noch schlechter als in Gen 1, weil kein Wickel-Abuse mehr möglich. Rizaros ist besser. Rizaros macht like das gleiche wie wie Geowatz. Nur ich kann ihm nicht A geben, aus dem Grund, dass Rihorn sich so ultra spät entwickelt. So ultra spät. Ansonsten könnte ich dem auch A geben. Normalerweise ist die Availability halt trash, aber wir reden, wie gesagt, nochmal, der Disclaimer, auch darüber, dass man halt ein Rihorn mitnehmen könnte nach Gen 2. Theoretisch. Okay, sind wir durch mit den Kanto-Pokémon? Ditto ist obviously immer noch ein Meme. Okay, und das sind halt Pokémon. Wie gesagt, ich habe ja immer so gemacht, die Pokémon, die die Ruhmeshalle, die lebend in die Ruhmeshalle kommen, kommen mit in die nächste Gen. Ausgenommen Legendaries. Legendaries dürfen zwar benutzt werden, aber ja, die Legendary Birds dürfen nicht mit, weil man kann kein Ei machen. So habe ich das geregelt gehabt. Deswegen die Legendary Birds in dem Tier zusammen mit Mewtwo Mew. Ja.
Und ich glaube, jetzt sind wir fertig mit den Kanto-Pokémon schon mal. Und das Video geht eine Stunde. Cool. Dann gehen wir weiter zu den Johto-Pokémon. Ja, das erste, was ich sehe, ist direkt X-Bot, ne? Ich sag euch eins, ne? In den Johto-Pokémon, da werden jetzt schön die unteren Tiers aufgefüllt werden. Holy shit. Mit auf jeden Fall ein paar guten auch dabei, aber die guten Pokémon in Johto sind eher die, die sich, die eine Evo sind zu Gen 1 Pokémon. X-Bot. Kann ich für X-Bot schon es rechtfertigen? X-Bot ist mega geil in Nuzlocke. Es ist mega schnell. Du kannst es theoretisch, wenn du ein frühes Zubat hast und viel Freundschaft reinpumpst, auch extrem früh haben. Das Typing hat eine Quad Resistance gegen Fighting, was eine Blessing ist. Es kann fliegen lernen. Wenn ich mir die Konkurrenz so anschaue, auf jeden Fall gutes A. Ich weiß auch nicht, ob ich hier S rechtfertigen kann. Aber es ist close. Es ist close. Es kriegt Matschbombe, was... Kriegt es auch Spukball in Gen 2? Also. Hold up. Es kriegt keine Matschbombe. Oh no. Ich dachte, es kriegt Matschbombe, aber es kriegt in dem Spiel noch keine Matschbombe. In Gen 3 kriegt es erst Matschbombe. Oh, das ist outrageous. Was? Oh no. Ich glaube, das habe ich schon mal. Das habe ich schon mal in Erschrecken fest. Mit Schrecken feststellen müssen. Ich habe da ein Déjà-vu. Gerade. Das macht es so viel schlechter. Na, was heißt so viel? Ein Poison Stab ist jetzt. Nicht so wichtig. Aber das kann halt dann. Biss ist halt auch nicht physisch. Das macht dann. Das kann Fliegen benutzen, I guess. Ist das überhaupt A in dem Spiel? In späteren Gens ist das besser, aber in Gen 2 ist es noch gar nicht so geil. Muss ich jetzt gerade feststellen. Stahlflügel fliegen. Das war's. Konfustrahl. Biss ist special, though. Kann man benutzen, aber... Nee, das ist nicht besser als die Mons in B. Leider nur gutes B für X-Bot. Wird später besser werden, da in späteren Gens, das verspreche ich euch. Okay, Blitzer. X-Bot hat uns erstmal enttäuscht. Okay. Machen wir mit den Startern weiter. Okay, Freunde. Lasst mich nicht unfair sein. Meganie wäre so viel besser, wenn es Schlafpuder könnte. Es kann Giftpuder, aber kein Schlafpuder. Es kann Rasierblatt sehr early, was nice ist, aber das bringt einem nichts in Gen 2, weil man gegen eine Flugarena muss und gegen eine Käferarena. Da ist das viel scheiße. Und auch für den Rest von... Auch für den Rest von Johto lohnt sich Meganie nicht. Weil du musst gleich gegen... Gegen Sandra ist es nicht wirklich gut und gegen... Norbert ist es nur okay, gegen Hartwig ist es okay, gegen Jasmin ist es nicht gut. Es kann Screens legen. Kann es Synthese? Ich glaube ja. Oder kann es in Gen 2 noch keine Synthese? Doch, 23 Synthese. Das reicht mir nicht, though. Das reicht mir nicht. Das hat nicht gut genug Status-Moves. Es kann auch kein Egelsamen oder so. Reflektor ist keiner. Nice. Es hat schon seine defensiven Qualitäten, aber... Nee. Leider nicht gut genug. Nicht gut genug für B. Muss leider in gutes C. Wie gesagt, das wird auch ein bisschen von Johto gekackt einfach. Dadurch, dass es ganz Johto ist, es nicht wirklich... Nötig. Gegen Team Rocket ist es auch nicht gut. Weil die eine Menge Poison-Types haben. Da musst du dann Body Slam benutzen. Und
die Grass-Types in B und A, also Kokowai hat natürlich den Dual-Stab, also den Psychic-Stab dann später noch, was geil ist. Giflor kann sleepen, was es besser macht. Und Zatsenia ebenfalls. Und ja, Sleep ist so viel wert, in meinen Augen. Wenn das Sleep Powder hätte, wäre das easy B. Easy. Sleep ist so viel wert. Sleep Powder Synthese wäre eine krasse Kombo. Reflektor Synthese ist auch keine schlechte Kombo, though, aber. Ist es schlechtes B? Nein. Nein, ist nicht schlechtes B. Oder? Nein, nicht in Johto. Nicht in Johto. Es ist ein Krampf mit diesem Mon, Alter. Ich will ihm nicht zu viel Shit geben, aber. So, Tornupto, haben wir schon ein paar Mal. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt vorhin. Ist besser als Glurak in dem Spiel, weil es Dönerschlag kann. Einfach nur aus dem Grund. Und ich will sagen, dass es schwaches A ist sogar. Wobei, nach dem Early Game brauchst du das nicht mehr wirklich. Ich hatte mal ein Tornupto bis zum Endgame in der Genlog und es war nicht mehr wirklich. Das hatte nicht mehr wirklich eine Aufgabe. Im Early Game ist es mega geil gegen Kai und so weiter. Nee, aber das ist nicht so viel besser wie Glurak. Glurak macht den Job auch, nur dass er keinen Dönerschlag hat. Der Dönerschlag macht ihn besser als Glurak, aber. Nicht A. Nicht A. Da fehlt es ihm auch an Coverage. Und Eagle Ava ist eine lange Zeit relativ schwach, weil es sich so spät entwickelt. Am spätesten von den drei Johto-Startern. Speaking of Johto-Starter, hallo Arthur. Aus dem Grund, weil frühe Evo schon auf 30, Surfer beim vierten Orden, Icy beim dritten Orden und solide Stats. Ich will sagen, besser als Turtok, aber ich glaube, so viel schenken sie sich nicht. Auf jeden Fall im gleichen Tier aufgehoben. Oh no. Und jetzt kommt die Welle des Schmutzes, meine Damen und Herren. Die Billo-Joto-Pokémon. Okay, schauen wir uns nochmal wie Senior an. Ich weiß nicht, was ihr da seht, aber ich sehe da nur Schmutz. Da fangt ihr euch einfach einen Radfratz. Fangt euch einen Radfratz. Fertig. Ach du Scheiße. Sechs. Oh, Junge, Junge, Junge. D. Noctu. Ah, oh, Noctu könnte man vielleicht C geben. Aus nur einem Grund und der Grund ist Hypnose. Aber reicht das? Reicht das wirklich? Man kriegt's early und es ist keiner gut gegen Kai. Is it though? Ach, ja, schon. Ding. Die Stats sind zu S. Die Stats sind einfach zu S. Es ist eine knappe Kiste, aber 100 kp. Der Angriff und die Verteidigung. Den Angriff brauchst du in Gen 2, weil du Flugattacken benutzen willst. Und Special Attacks kann das in Gen 2 kaum. Right? Psycho-Moves halt. Nee, sorry, das ist D-Tier. Leider D-Tier. Ledian, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das Ding hat ein positives Attribut und das ist Spedef.
Aber das ist nicht mehr ausreichend, um es nach C zu katapultieren. Dieser Attack-Stat ist eine Beleidigung. Ariados. Ach du Scheiße. Psychokinese auf 63. Bis dahin legit nur Müllmoves und Matschbombe per TM. Aber bis dahin das zu carryen, bei den Stats und dem Speed und allem. D-Tier. Selbst Flamara ist besser als diese Mons. Selbst Porenta ist besser als diese Mons. Selbst Austausch ist besser als diese Mons. Selbst Sandama ist besser als diese Mons. God damn, selbst Kingla ist besser als diese Mons. Oh, Junge. Johto hat so viel Müll. Hier ein Pokémon, das nicht ganz so Müll ist. Allein wegen dem Typing. Wasser-Elektro ist kinda sick. Ich pack das mal provisorisch in C. Die Stats außer KP sind schon extrem scheiße. No. Es lernt Funkensprung. Und dann muss man ihm T-Bolt teachen. Kann aber potenziell ein ganz geiles Moveset haben am Ende. Aber die Stats sind nicht gut. Es ist keiner tanky, though. Und das ist immer schön zu haben in der Nase. Guckt euch diese Stats an. KP mega. Und der Rest ist utter garbage. Wirklich garbage. Unter 80 ist der Rest. Fucking katastrophal. Aber wegen dem Typing und den Moves darf es ein C sein. Es ist besser als die Dämons, auf jeden Fall. Togetic. Ich habe keine Ahnung, ob Togetic gut ist. Ich glaube, es ist Ass. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie Togepi in Gen 2 benutzt. Ich kann mich nicht erinnern. Stats sind kinda Ass. Moves sind kinda Ass. Right? Es kann fliegen lernen, das war's. Ein paar TMs, aber. Ist auf jeden Fall schon so ein Waste of Experience und everything is fucking garbage about it. Außer vielleicht Spidef. Katastrophe, Alter. Xatu. Psychokinese auf 65. Das ist so fucking frustrierend, Alter. Was haben die denn gemacht? Die Stats sind besser als das, was wir bisher gesehen haben, da. Aber das ist trotzdem nur gutes D. Oder warte, lass mal mit den C-Mons vergleichen. Die Move Availability, Junge. Ich trainiere noch kein Xatu, um dann in Kanto dem Psychic zu geben. Was machst du sonst damit? Ey, das ist so frustrierend, die Gen 2 Pokémon, wie schlecht die eigentlich sind. Und das ist auch eins der Probleme, die Gen 2 hat als Playthrough, finde ich. Mal ganz davon abgesehen, dass einige der neuen Pokémon erst in Kanto erhältlich sind, also der neuen Pokémon, auf Gen 2 gesehen. Guckt euch die Moves an! Gigasauger, wow! Ey, das ist so frustrierend. Gutes D. Wegen den Stats, gutes D. Aber jetzt sehe ich wieder Pinsy und denke mir so, wenigstens hat Xatu Moves. Muss Pinsy auch noch D? Ja. Schwertanzstärke kann man machen. Schwerter, man kann auch Zondlinge spielen, aber auch, I don't know. Das ist die Schwelle, Alter. Ich kann die Mons haben so Potenzial eigentlich und man kann mit Schwertanz immer in Setup was machen, aber die sind hier wirklich an der Schwelle. Hätten die keinen Schwertanz, würden die hier schimmeln, auf jeden Fall. Azumarill.
Okay, warte, erst kommt Ampharos. Okay, ich sag immer, Ampharos ist the most overpicked Gen 2 Pokémon. Jeder und seine Mutter benutzt es, obwohl es gar nicht mal so geil ist. Und es stimmt, es ist gar nicht mal so geil. Aber es ist geil, neben den ganzen anderen Johto-Pokémon. Da sticht es wirklich raus. Es kann Feuerschlag lernen. Es kann Früh-Donnerschlag lernen. Es entwickelt sich früh zu Vati und zu einer reasonable Zeit auch zu Ampharos. Es ist slow, though. Aber B kann ich rechtfertigen. Es ist besser als die Mons hier. Es ist besser als Blitzer aus dem Grund, weil es Moves bekommt. Donnerschlag, Feuerschlag. Und diese Überbrückung hat Blitzer nicht. Blitzer hat Donnerschock. Und das war's. Erst nach der Liga kriegt es Donnerblitz. Und das macht es so unwireable. Blubella. Blubella ist, glaube ich, ähnlich wie Gifloor. Aber nicht ganz so gut. Das Poison-Typing ist ganz nice to have. Aber keine Psychic Weakness zu haben, ist auch ganz geil. Lass nochmal die Stats vergleichen von den beiden. 110 Special Attack, 90 Speed Def, 75, 80, 85, 50. Warte, ich mache ein neues Fenster auf. Blubella oder Gifloor wird mir vorgeschlagen. Musik. Oh, ein bisschen Kanto laufen. Passt ja auch keiner zu Gen 2. Gifloor hat mehr Special Attack. Schlechtere Speed Def. Gleich viel Attack. Das war's auch. Die Stats sind gleich, bis auf Blubella hat mehr Defense. Und. Wait, Blubella? Ich war falsch rum. I'm confusing myself at the moment. Doch, Gifloor hat mehr Special Attack, ja. Dachte ich mir doch. Und Blubella ist tanky, ja. Like die 20 Special Attack, die ihm fehlen, sind auf Spedef und Def aufgeteilt. Ja. Es kann auch Schlafpuder, though. Es kann keine. Es hat keinen Poison Stab, aber das ist auch nicht so wichtig. Kann nach B zu Gifloor. Ich würde eher Gifloor empfehlen. Weil es mehr Damage macht. Aber. Blubella ist es auch nicht scheiße. Und es kann trotzdem Sleep Powder. Azumarill ist in einem Game ohne Abilities und ohne Fairy Type so unglaublich ass. D. Eins der schlechtesten Wasser-Pokémon. Mogelbaum. Okay. Ich glaube, Mogelbaum darf nach C, weil Mogelbaum hat at least guten Attack, at least gute Defense. Alter, dieses Bedef, though. Ja, 65, naja. Slow as fuck ist es. Was kannst du für Moves? Du kriegst es early, es kann Fußkick, es kriegt Steinhagel per Level Up. Du kannst ihm Erdbeben teachen. Du kannst ihm sogar Walzer teachen, oder? Walzer ist halt kein guter Nuzlocke-Move. Mimikry kann man Shenanigans betreiben. Naja, ich sag mal so. Die Stats sind jetzt nicht geil, aber die Mischung aus okay Stats und okay Moves lässt es mich zu schlechten C machen. Ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen, dass man... Quaxor. Das ist immer so die Frage, Quaxo oder Quappo im Playthrough? Ich bin ja tatsächlich eher so in der Quappo-Fraktion. Remember Angler Amadeus, Alter? Junge.
Ich sehe aber auch nicht wirklich mehr Special Attacker, das ist Corporal. Hundert Spedef ist ganz lecker eigentlich. Und es kann, like, Abgesang, es lohnt sich nicht wirklich damit Plays zu machen. Aber es kann Ice-Heap auch, also es ist halt specially besser als Quappo. Es kriegt Ice-Heap auch. Kann ins gleiche Tier, denke ich, auf jeden Fall. Darf nach B. Das kann man benutzen. Das ist not the worst Pokémon. Sonflora. geben wir ihm mal the benefit of the doubt und schauen noch einmal drüber, ob wir es doch ein bisschen underraten. Ach du Schande. Das kann nicht mal irgendwelche brauchbaren Status-Moves. Oh, this Mon is so incredibly ass! Sonflora, what the fuck? Wenigstens in PMD bist du sick. Yanma! Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Griffel, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Johto! Junge, Johto-Pokémon sind so ass! Jetzt kommen ein paar gute. Morlord. Morlord lernt, glaube ich, per Level Up Erdbeben. Und du kannst ihm Ice Heap geben. Oh, 35 Erdbeben ist fucking sick. Ice Heap, Surfer, Erdbeben und like anything. Maybe Erholung. Das Mon ist sick. I can recommend. Wenn ihr das bekommt, Alter, dann habt ihr auch easy was gegen Red. A-Tier. Ist es besser als Lamus? Nein. Lamus hat bessere Stats, right? Ja. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich Lamus ein bisschen overrate, aber. Ja, Junge, Morlord hat nicht die besten Stats der Welt. Aber das Typing plus das Learn Set carryen ihn einfach hier rauf, auf jeden Fall. Auch Availability ist krass. Xiana ist ein schlechtes Simsala ohne Elemental Punches. Aber ist auf keinen Fall schlechter als Pantimos. Wobei Pantimos kann auch Elemental Punches. Schlechtes A oder gutes B? Ich glaube eher gutes B. Keine Elemental Punches tut weh. Ich will mir Pantimos nochmal anschauen. Ja, doch, Elemental Punches. Alle drei. Das muss in A bleiben. Kein gutes A, aber. Das macht so viel aus, diese Coverage einfach. Und Psyana ist halt schon nicht schlecht, aber. Zu wenig Coverage. Zu wenig Coverage für A. Die Mons hier haben alle Coverage. Oder einen anderen Trait, der noch hilft. Hier, du bist tanky. Dich kriegt man früh und du hast Sleep Powder. Bulky plus Coverage. Coverage out the ass. Coverage, Bulky. Schnell. Dönerblitz ohne Tutor. Ja, looks fine, looks fine. Lashoking. Now, Lashoking ist dasselbe Mon wie Lamus, aber das ist Spide es hat Spidef anstatt. Like, Spidef und Def sind reversed. Jetzt bin ich allerdings der Meinung, dass Def ein bisschen wertvoller ist. Lernt Lashoking irgendwas, was Lamus nicht kann? Ne, das sieht gleich aus. Das Learn-Set sieht ziemlich gleich aus. Jetzt muss ich aber wirklich mich nochmal hinsetzen. Ich sitze schon, lol. Und überlegen.
Will ich eher Spedef oder Def? Mein Instinkt sagt mir Def. Gegen Red ist Spedef besser. Wo würde ich noch Lashoking einsetzen? Gegen Willi würde man das einsetzen. Da ist auch Spedef besser. Huh. Aber gegen sowas wie Stalos von Jasmin würde man eher Lamus wollen. Und bei den ganzen anderen Straymons, die müssen schon ins gleiche Tier, wa? Du kannst mal ein Argument für Lamus machen und mal ein Argument für Lashoking machen. Overall, jetzt wo ich so drüber nachdenke, fallen mir öfter Situationen ein, wo man Special Attack sogar haben will, Special Defense haben will. Aber es fühlt sich trotzdem nicht richtig an, die in getrennte Tiers zu machen. Ist Lashoking another S-Tier? Das ist schon ein gutes Mon. Aber ich... Das fällt mir sehr schwer. Ich habe das Gefühl, vielleicht overrate ich es ein bisschen, aber diese Tanky-Stats... Die sprechen für sich, Alter. Aber die sind auf. Die müssen im gleichen Tier sein. Es stellt sich nur die Frage: A oder S. Ich lass mal von A und S. Nachtara ist, like, nervig. Du brauchst, um es gut zu nutzen, Toxic. Und Toxic kriegst du spät. Ansonsten macht das einfach nicht viel, außer eine annoying Bitch zu sein mit. Like Evasion Shit und ich persönlich spiele kein Evasion. Steht zwar nirgends geschrieben, dass man es nicht darf bei meinen Rules, aber es ist halt für mich trotzdem irgendwie eine Hidden Rule. I don't use Evasion. Aber es ist schon ein gutes C trotzdem. Die Tankiness spricht für sich und wenn du es im Late Game vielleicht mit Toxic oder so benutzt. Aber bis dahin ist es halt eher nervig und macht nicht so viel. Man könnte maybe B argumentieren, aber wenn ich mir die anderen B-Mons anschaue, würde ich jedes davon lieber haben wollen im Team als ein Nachtara. Und so muss man es auch ein bisschen sehen, right? Würde ich diese Pokémon lieber im Team haben wollen in einem Nuzlocke-Playthrough von Gen 2 als diese hier? Und ich sage euch, dass meine Liste ist, ja. Also deswegen, so kann ich das auch immer gut überprüfen. Natürlich versuche ich es auch zu rechtfertigen, beziehungsweise zu verifizieren, warum ich das so finde. Grammox. Grammox ist ganz schön scheiße. Aber es ist psychoimmun. Reicht mir das für C? Stats sind pretty ass, aber ein bisschen Schaden kann es schon machen. Aber es ist squishy. Es hat okay Dark Steps, aber mehr als okay halt auch nicht. Fliegen kannst du ihm auch teachen. Es macht mehr als... Does it though? Es ist schon nicht besser als Galoppa. Und die Availability ist... Die Availability ist nicht vorhanden. Hier kann man auch nicht argumentieren, dass du es aus Gen 1 mitbringst. Weil es gibt es nicht in Gen 1. Und davor, du hast es in Kanto. Das ist Garbage. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, Alter. Genau wie Traunfugil. Gleiche Rotz, Alter. Katastrophe. So. Ich werde Lugia und Ho-Oh, by the way, einfach mal nicht placen. Es stand nirgendwo geschrieben, dass ich diese Monster nicht benutzen darf, solange sie nicht meinen Level Cap überschreiten. Aber ich habe dann
im Nachhinein mir gedacht, dass ich in der Zukunft ohne Uber Legendary spielen will. Woran ich mich auch innerhalb dieser Genlog gehalten habe, ohne dass es eine Regel war. Obwohl wir zwischenzeitlich uns überlegt haben, ob wir einen Uso Mewtwo holen sollen, was wir dann nicht getan haben. Aber ja, ab jetzt ist für mich auch quasi die Regel keine Uber Legendaries. Deswegen werde ich die jetzt auch einfach mal nicht placen, weil die für mich dann keine Rolle spielen. Nur kurz das dazu. Stalos. Availability ist ganz schön ass. Du kannst einen Onix mitbringen aus Gen 1, aber du kannst es nicht evolven vor der Top 4. Und du kannst dir danach einen Stalos holen. Ich gebe ihm ein schlechtes B. Weil du kannst immerhin noch Encanto damit Plays machen. Das Mon ist schon gut, auch in Gen 2. Die Defense spricht für sich. Du kannst like Toxic Protect Shit machen in Kanto. Du kannst ihm Eisenschweif geben, du kannst ihm Erdbeben geben. Das ist schon solid. Ich würde es höher packen, wenn man es früher kriegen könnte. Dann wäre es vielleicht A. Aber so nicht. Portrait ist ein Meme für Playthroughs. Like, du kannst auch damit Toxic Protect machen, aber halt sonst legit nichts. Like, Nachthara und Stalos können wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Das ist pure Defense. Und das sitzt halt dann nur da. Wie gesagt, Toxic Protect geht, aber halt auch erst im Postgame. Oder halt nicht im Postgame, aber in Kanto, was kein der Postgame ist, aber ich spiele es in meinem Nuzlocke trotzdem immer. Wohin genau? Meme. Dummes Gimmick, Pokémon. Would not recommend. Fostelka ist in Gen 2, glaube ich, noch scheiße. Keine Robustheit, keine guten Moves. Die Sets sind respectable, vor allem die Defense. Du kannst Explosion Plays machen, du kannst Toxic Protect Plays machen später. Ah, noch gutes D, schlechtes C, maybe. Das macht nichts. Fluch, maybe. Ach, keine Ahnung, gib ihm schlechtes C, fuck it. Hier sind echt wahrscheinlich ein paar debatable, ob C oder D, aber whatever. Xerox. Ich werde Xerox und Sichlor trotzdem individuell raten, weil Sichlor keine schlechteren Stats hat als Xerox von der reinen Summe her. Sind beide viable, trotzdem. Xerox gibt Metallklaue, Schwertanz, Flügelschlag von Sichlor. Stahlflügel ist immerhin ein Stab, der halbwegs respectable ist. Gute Moves kriegt das nicht, aber du kannst mit Fluch ein bisschen Plays machen, aber es ist schon ein besseres C als Sichlor, glaube ich. Steel-Type ist keiner sick, though. Also deswegen ist es besser. Aber auf jeden Fall nicht B-worthy. Leider, aber seine Zeit wird auch noch kommen. Warten wir nur auf Patronenhieb und so einen Scheiß. Skorgler, Müll. Dummiesel, Müll. Skirafarik, C-worthy. Psystahl auf 41. Knirsche auf 54. Normal Stab. Schlechtes C. Wenn Fostelka C darf, darf Galoppa auch C. Wenn Fostelka C darf, darf Xatu auch C. Fostelka D. Da ist, bei der CD-Schwelle ist einfach
Da kann ganz viel schwanken, finde ich. Corazon. D. Mekago. Fucking irrelevant. Kriegst du erst in Kanto. Granbull. Granbull, mein Instinkt sagt C. Granbull hat respectable attack, ist aber slow as fuck. Und auch nicht wirklich tanky. Und es kriegt absolut katastrophale Moves außer Stärke. Und du kannst ihm andere TMs geben. Matschbombe kannst du sogar lernen. Wait, es gibt Rückkehr in Gen 2. Ich habe vorhin gesagt, Rückkehr gibt's in Gen 2 nicht. Stimmt aber gar nicht. Sei hiermit korrigiert. Umso besser, dann muss ich nicht hinterher in den Kommentaren korrigieren wie letztes Mal. Habe ich auch ein paar Versprecher und andere Fehler gehabt. Ja, man kann. Spukball kann man ihm geben. Es gibt schon ein paar Sachen, die es machen kann. Also, es ist besser als die Dämons. Aber halt auch, weiß nicht. Not great. Sneebel wäre okay, wenn es Stabs hätte, die nicht special sind. So ist es D. Keifel. Keifel, mein Instinkt sagt wieder C. Ist es maybe sogar B? Nah, right? Lernt nur Scheiße aus der Blizzard. Erdbeben kann man als TM teachen, immerhin. Ja, das Mon schreit. Das Mon schreit. C. Zu gut für D. I think. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Galoppe nach schlechtes C promoten soll. Weil das sieht neben diesen Mons nicht richtig aus. Ja, das sieht richtig aus. Ah, das sieht richtig aus. Ich finde find Galoppa zwar echt nicht geil, aber maybe schon besser als was hier für ein Schmutz rumschwimmt. Heracross hat genau das gleiche Schicksal wie Sichlor und Pinsir. Es hat so viel Potenzial, aber es kriegt keine Moves. Ich glaube, es kriegt Feelender, immerhin. Aber das war's auch. Und kein Schwerttanz im Gegensatz zu den anderen beiden. Und du kannst ihm Erdbeben geben, I guess. Und ja, wenn du Gegenschlag-Plays machen willst von mir aus, aber ansonsten war's das mit... Jetzt... Whoops. Sorry about that. Wie gesagt, es kriegt ein Feelender Stab. Und hat aber keinen Sword Stance. Das kann sich zu denen schon gesellen. Mit Fighting ist nicht viel her. Zertrümmerer. Nicht mal Wuchtschlag haben sie ihm gegönnt, Alter. Ja, C. Octillery. Instinkt sagt auch hier C. Das hat probably Moves. Aber es gibt einfach so viel bessere Wasser-Pokémon. Ja, Octazooka ist kinda bad, actually, jetzt wo ich so sehe. Aurora-Schrall ist okay, Doppelblub-Schrall ist okay. Eisschrall per Level, aber erst auf 54. Man kann ihm Surfer geben, man kann ihm Eisschrall und Flammenwurf teachen, I guess. Es hat schon seinen Platz in C verdient, aber ja. Besser ist es nicht. Botogel. Fuck you! Mantax. Ich bin nicht begeistert. Aber ich sehe, wie man mit Mantax was machen kann, aber halt auch. Ist halt auch wieder so ein C-Pokémon. Panzereon wird auch so ein C-Pokémon. Dem kannst du immerhin Fliegen geben und sowas. In späteren Gens wird es amazing, aber hier ist es einfach.
noch nicht so praktikabel. Wobei, es kriegt Stahlflügel. Es kriegt Fliegen. Du kannst Toxic Protect Shit machen. Maybe wegen dem... Es ist wirklich schlechtes B. Es kriegt seine Stabs. Es ist ein gutes Typing. Es ist gut defensively. Ich gebe ihm ein schlechtes B, ja. Aus einem ähnlichen Grund wie Stalos. Ist Ursaring B. Wuchtler. Stärke Stab ist nice. Erdbeben, Wuchtschlag. Der Tag ist fucking sick, aber der Rest ist halt slow. Ja. C. Donphan ist auch ein C-Pokémon. Dem kann man Erdbeben teachen, damit kann man mit dem Ground-Typing kann man was machen. Auch das funktioniert als Pikachu-Counter und als Major Bob-Counter, wenn man ihm Erdbeben gibt. So, ja. Yeah. Aber sonst spricht auch nicht so allzu viel für das Mon. Nicht viel dazu zu sagen. Porygon 2, ich weiß nicht, wie praktikabel Porygon 2 ist, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall besser als die Mons hier unten. Like. Ja, du kannst ihm schon Moves geben und die Stats sind halt okay. Ja, aber höher halt auch nicht. So, die Availability ist auch nicht vorhanden, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Gen 2 Spielhalle auch Porygon gibt. Oder ob man das übertragen muss. I don't know and I don't care, aber Porygon 2 kann man schon C geben. Ist besser als die Monster D. Pretty sure. Tita, die Stats sprechen für sich. Ich habe es auch ganz gern als Simsala-Counter, also beziehungsweise als generell als Psychic-Type-Counter für Sabrina hochgezogen. Man kriegt es nicht erst in Silberberg, man kriegt es in Prismania, in der Spielhalle in Crystal. Weswegen ich auf jeden Fall... Gutes B oder schlechtes A? Naja, da es zu spät kommt, muss man ihm eigentlich B geben. Aber die Stats sprechen für sich. Es ist auch... Na, komm. Gib ihm A. Es ist zu gut für B. Es ist zu gut für... Like, es hat zwar keinen Sandsturm und sowas, aber die Stats sind gut. Es kriegt gute Stabs, es kriegt Knirscher, es kriegt Steinhagel. Also, ja, das ist auf jeden Fall gegen Red mega gut gewesen. Erfahrungsgemäß. Baldorfisch ist fucking garbage, Alter. I'm getting pissed, Alter. Diese fucking Yoto-Pokémon. Oh, Bisa hatte ich vergessen. Bisa, das verlorene Gen 1 Pokémon. Manche von euch haben wahrscheinlich dieses Video geschaut. Es ist seit über einer Stunde und war like, wo ist Bisa? Bisa ist natürlich weiter in A. Wo es auch in der Kanto-Tierlist war. Habe ich hier noch ein Kanto-Pokémon vergessen? Tatsächlich, Snobilikat. Snobilikat war B, aber Snobilikat ist hier definitiv nur C. Schlechtes C, actually. Kein Schlitzer-Abuse mehr. Man kriegt's reasonably early, though. Vielleicht kann man ein bisschen was damit machen. Es ist keine Vollkatastrophe wie die Pokémon hier unten. Es ist wenigstens available. Und vielleicht kannst du damit ein bisschen Plays machen. Aber gut ist es nicht. Ähm.
ja, langsam werden wir, kommen wir zum Ende, ne? Es fehlt noch Capoeira, Dammhirplex, oh mein Gott. Wait, lasst uns schauen, ob man Dammhirplex C geben kann. Hypnose! Guck doch mal! Es kann kein Stärke lernen? Bruh. Es kann Erdbeben lernen! Kopfnuss, Rückkehr, Hypnose. Ist es eine schnelle Hypnose? Warte mal, wie schnell ist das Teil? 85, geht so. Reicht mir aber für C. Believe it or not. Wo ist es jetzt? Oh, ich hab's nach D gepackt. Hier kommt's her. So. Du bist ein Meme. Rasaf ist auch noch ein Kanto-Pokémon, das untergegangen ist. Rasaf. Still. Ist jetzt nach C promoted worden. Kriegt das bessere Moves. In Gen 2. Kreuzhieb. Schneller Kreuzhieb. Aber es reicht nur für gutes C, trotzdem. Ist ein bisschen zu squishy, ich würde eher für Machomai gehen. So weit sind die nicht auseinander da, aber in dem Spiel. Ja, doch, das sieht richtig aus. Hundemon. Low C aus dem Grund, weil es ist gar nicht schlecht, aber die Availability ist eine Katastrophe. Wer will sich in Kanto noch einen Hunduster holen? Like, klar, kannst du machen. Ohne die schlechte Availability, würdest du das früh bekommen, wäre das like B oder A. For sure. Probably eher gutes B, aber so ist halt nur C drin, einfach. Capoeira. Capoeira ist, glaube ich, ziemlich bad. Ich glaube, Capoeira ist schlechter als Kikli und Nocturne in dem Spiel. Kriegt Capoeira auch Mark Punch? Ich glaube nicht. Ups. Ja, yeah, die Moves sind nicht so geil. Leider. Und kriegt auch sonst nicht wirklich gute Moves. Man kann ihm Tempo-Hieb anzüchten, aber bringt ja nichts im Playthrough. Ich will's fast in D packen, aber das ist dann doch ein bisschen zu ruthless, glaube ich. Schlechtes D, though. Schlechtes C, though. Cedra King. Wann gibt's Drachenhaut? Drachenhaut in Crystal gibt es im Kesselberg und von wilden Seeper und Ratini. Ach du Scheiße, die Availability von dem Mon ist eine Katastrophe. Strudelinseln. Aber wie gesagt, man kann eins mitbringen aus Gen 1. Deswegen würde ich schon sagen, Cedra King, wenn man es bekommen kann, und auch in dem Spiel maybe sogar A. Weil das Typing ist fucking good in dem Game. Surfer. Feuer-Odem. Like eine Eisattacke später. Ich würde ihm fast S geben, aber dazu ist es nicht. Like, selbst wenn man es aus Gen 1 mitzerrt. I don't know. Die Availability lässt mich da trotzdem ein bisschen. Das bremst es für mich ein bisschen. Aber das Mon ist schon gut, glaube ich. Ist ein gutes Wasser-Pokémon. Die Stats sind nicht so überragend, wie man denkt bei dem Ding. Ich habe mir vor gar nicht so langer Zeit mal die Cedra King Stats angeschaut und die sind echt schon nicht so impressive, aber es ist solid.
Und das Typing ist fucking good in dem Game. So rein defensiv. Einfach nur eine Drachenschwäche. Like, what the fuck? Allein dafür lohnt sich's, finde ich. Aber wie gesagt, wann kriegt man das? Man könnte es argumentieren, wie gesagt. Ach, I don't know. Das Typing ist so gut. Aber Availability ist halt das Problem. Wie gesagt, man müsste einen Seepair mitbringen aus Gen 1 und das dann ziehen. Und das ist auch nicht so praktikabel, weil das entwickelt sich so spät alles. Nee, nee, A ist schon richtig. Ach, die Legendary Beasts haben wir noch nicht gemacht. Weil die sind auch so unpraktikabel einfach. Suicune kannst du dir holen. Suicune ist easy Art hier. Suicune S Tier. Suicune ist halt in... ja, Suicune ist ein S Tier, of course. Oh, hell yeah. Da kannst du auch mit TMs aushelfen. Schön ein bisschen Chesto-Resto machen. Das Ding ist tanky wie Sau. Aber ja, was soll ich sagen, ne? Raikou und Entei sind so schwer zu raten für mich, weil... Das sind Roamer. Und wann kriegst du die gefangen in der Nuzlocke, right? Aber raten wir sie für Completion's Sake trotzdem mal. Ho-Oh und Lugia werden, by the way, obviously S-Tier. Zumindest Lugia, I think. Ho-Oh, auch A bis S, allein die Raw Stats sind halt busted. Entei ist gar nicht so geil. In Gen 2. Aber Entei wäre trotzdem gut genug für... B. Ja. Und Entei wahrscheinlich. Mein Instinkt sagt mir... und Raikou, sorry. Zu viele Pokémon. das wird noch lustig in den kommenden Gens. Mein Instinkt sagt mir A bei Raikou. Aber... Okay, pass auf, wir machen jetzt einen... Will ich einen Good Luck Getting Them Tier machen? Weil... Ach... Ja, I don't know, fuck it. Ich rate sie einfach. Denkt dran, dass die einfach... Das hat aber keine Coverage, das Vieh, ne? Ja, das ist bekannt, though. Knirscher kriegt das. Special Knirscher in Gen 2. Aber, ja... Es ist so unpraktikabel. Like, 61. Wie gesagt, bei den beiden, denkt dran, das ist so unwahrscheinlich, dass ihr die encountered gekriegt als erstes auf einer Route und dann fangt. Es ist möglich, though. Raikou, maybe, ah. Wenn ihr es kriegt. Ja, doch. Schon, maybe. Die, Coverage ist ein bisschen ein Upturn, aber... Whatever. Es kriegt Knirsche, aber halt zu spät. Wie gesagt, es fühlt sich ein bisschen redundant an, über Raikou zu reden, weil... Ja. War das alles? Miltank! Miltank ist fast as fuck, boy! Also geht, aber es ist schon ziemlich schnell. Kann Miltank zu Tauros? Was lernst du denn so? Walzer, Body Slam, Milchgetränk. Ein schneller Healing Move. Ich habe es noch nie benutzt, aber ich bin sold, glaube ich. Ich gebe ihm B. Ja, das kann sich zu Tauros dazu gesellen. Ist schon besser als die Mons hier, denke ich. So, jetzt nochmal alles durchscannen hier, um zu sehen, ob ich tatsächlich fertig bin. Sieht tatsächlich gut aus, oder? Später, wenn es Evolid gibt, werde ich sowas wie Chanera auch wieder ranken. Ah, Papunga! LOL, D.
Yeah. Maybe. Also Synthese ist halt ganz cool, aber. Was macht das Ding? Es kann Sleep Powder. Ach, come on, fuck it. Schlechtes C, whatever. Das Mod ist schon ass, though. Like, have fun training that bitch. Okay. Freunde, ich glaube, wir sind fertig. Okay. Ich sehe nichts mehr, was noch fehlt. Ich hoffe, ihr auch nicht. Wie gesagt, Ho und Lugia spare ich mir, weil die nach meinen aktuellen Regeln nicht legal sind. Die wären obviously sau gut. I mean, das muss ich euch nicht erklären, warum. Ist Celebi? Celebi wäre theoretisch legal. Aber Celebi ist halt. Celebi kann Genesung und. Ja, Celebi ist easy B. Alright. Aber ich glaube, das soll es gewesen sein. Das ist meine Liste. Große Liste. Ich scanne sie nochmal. Wie gesagt, bei den beiden bin ich mir echt nicht so sicher, ob die wirklich S sind. Oh, I don't know. Maybe sind sie auch nur gutes A. Ist schwer zu sagen. Aber ihr habt schon gemerkt, also Elemental Punch User sind halt der Shit in dem Game. Und ansonsten das übliche Schema: Tankiness, Coverage, Recovery-Optionen und sowas. Und ich würde so sagen, alles über C würde ich empfehlen zu benutzen. C kann man unter Umständen benutzen, wenn gewisse Gegebenheiten vorhanden sind oder man halt nicht wirklich die Auswahl hat, was vorkommen kann in der Nuzlocke. Und D sollte man echt vermeiden zu benutzen. Das war ein langes Video. Waren es 2 Stunden? Es waren über 2 Stunden. Etwas mehr über 2 Stunden. Ich bin gespannt, wie die anderen Generationen werden. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. 2 Stunden mir zugehört, wie ich gerambelt habe. Ja, ich werde mein Bestes tun, dass ich die Länge nicht komplett übertreibe. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Vielleicht ein bisschen weniger über einzelne Pokémon reden, aber ich will das halt auch nicht so. Ah, nein, ich will das nicht so runterrushen einfach. I guess ich werde ein bisschen weniger über die einzelnen Pokémon reden müssen, aber wir müssen natürlich bei jeder Generation auch immer hier die nur rumschieben, aber es dauert halt auch. I don't know. Danke, dass ihr zugeschaut habt, though. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, diese Liste zu machen. Auch wenn es mich echt ein bisschen frustriert hat, wie schlecht die Johto-Pokémon sind. Das ist. Die meisten. Guck mal, die besten Johto-Pokémon sind Pokémon, die sich aus Kanto-Pokémon evolven. Hier die beiden. Gut, Suicune ist jetzt ein Legendary. Cedraking. X-Bud. Psyana. Ampharos ist like eins, das sich nicht evolved. Aus dem vorherigen Mon. Aus Gen 1. Und Johto bevölkert like diese C- und D-Tiers. Das ist schrecklich. Anyway. Danke nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir gerne was hierzu. Ansonsten bin ich wahrscheinlich auch mit Höhen demnächst irgendwann wieder mit am Start. Wenn ich mal wieder bereit bin, 2 bis 3 Stunden über Pokémon zu reden und darauf Bock habe, dann werde ich das auf jeden Fall aufnehmen. In diesem Sinne bedanke ich mich, bevor ich jetzt hier noch das Video noch weiter unnötig in die Länge ziehe. Macht es gut und haut fein rein, meine Damen und Herren. Goodbye.